Jung, wild und stark an der Konsole. Tim Wisniewski, 18 Jahre jung, eine echte E-Sports-Kanone beim Spiel FIFA 20. Wisniewski ist ein echter Vollblut-Kurslacker. Nach 12 Jahren in der Jugend des SV Kurslack 9 Gamme wechselt der Abwehrchef nun zur ersten Herrenmannschaft vom SC 4 und Marschlande. Und das, obwohl er noch ein Jahr im Jugendfußball verbringen könnte. Also durch Kontakte, also eher gesagt durch Freunde, haben sie mich so ein bisschen abgeworben und haben mir ein bisschen was von dem Herrenbereich erzählt. Und da ich selber bemerkt habe, dass ich mich weiterentwickeln muss oder auch will, habe ich dann diesen Schritt jetzt gewagt in die Bezirksliga. Wisniewski geht einer ganz besonderen Leidenschaft nach, dem FIFA-Zocken. Bereits mehrere Turniere gewann der 18-Jährige. Auch der E-Sports-Abteilung des Hamburger Sportvereins sind die Konsolenkünste nicht entgangen. Künftig soll es online im Auftrag der Raute weitergehen. Eine große Ehre für den HSV-Fan. Die treten in der E-Football-Liga an, des Hamburger Fußballverbandes. Ich muss dann einmal im Monat oder einmal in ein paar Monaten im 2-gegen-2-Modus antreten, mit meinem Teampartner dann. Und ich habe dann auch einmal im Monat auch Training mit den ganzen HSV-E-Sportlern von der E2. Tim Wisniewski, ein Meister an der Konsole. Der Kurslacker ist nicht nur in der virtuellen Welt unterwegs, er geht noch zur Schule und macht gerade sein Abitur. Eine E-Sports-Karriere wäre für den Zocker der nächste große Schritt. Dennoch betrachtet er die Aussicht darauf auch realistisch. Vorstellen könnte ich mir das schon. Ich gucke auf jeden Fall dann, wenn es stattfinden wird, dem HSV, wie es nach dem ersten Jahr ist, ob das mir zu viel FIFA ist, ob es überhaupt gefällt, wie gut ich dann bin. Und das eine Jahr wird, glaube ich, sehr entscheidend sein, ob ich das nebenberuflich oder hauptberuflich irgendwann mal machen will oder es dann doch lieber sein lassen werde, dass das beim Hobby bleibt. Tim Wisniewski und sein Fingerspitzengefühl. Der 18-Jährige will mit dem HSV auf der Konsole noch hoch hinaus. Eine echte Chance, im E-Sports-Bereich zu wachsen. Seine vielen Titel sprechen für sich. Ein Leben am Controller. Wisniewski träumt von einer professionellen E-Sports-Karriere. Ein virtuelles Glücksgefühl.